Beim Strom gibt es zwei Welten, zum einen die physikalische Welt und zum anderen die wirtschaftliche. Physikalisch ist das so: Strom hält nicht vor irgendeiner Landesgrenze an, sondern folgt den physikalischen Gesetzen. Das heißt, der erzeugte Strom geht den kürzesten Weg und sucht sich den nächstbesten Verbraucher. Das ist bei der eigenen PV-Anlage am Dach so, denn da soll ja möglichst viel selbst verbraucht werden. Das ist aber auch bei Kleinwasserkraftwerken so, die umweltfreundlichen Ökostrom für die Haushalte und Betriebe in der Region erzeugen. Und das ist natürlich auch bei Atomkraftwerken so. Das heißt, wenn ein Atomkraftwerk grenznahe zu Österreich steht, wie zum Beispiel Mochovce in der Slowakei, dann macht das nicht vor irgendeiner Landesgrenze Halt. Vor allem nicht, wenn wenig Wind weht, keine Sonne scheint und daher in Österreich wenig Ökostrom produziert wird. Denn irgendwie muss der Strombedarf ja gedeckt werden. Das ist so und das kann man auch nicht steuern. Die Stromleitung an der Grenze zu kappen wäre wohl in vielerlei Hinsicht keine gute Idee. Das heißt also, dass wir nicht und auch niemand sonst beeinflussen können, ob Atomstrom physikalisch ins österreichische Stromnetz kommt. In der Welt der Zertifikate sieht es aber anders aus. Für jede Kilowattstunde, die etwa die EVN ihren Kunden liefert, braucht es ein Zertifikat. Dieses System soll sicherstellen, dass auch im nationalen und internationalen Handel eine verkaufte Kilowattstunde einer produzierten Kilowattstunde entspricht. Das gilt bei garantiertem Ökostrom ebenso wie bei garantiert atomstromfreiem Strom. Bei uns wird ein großer Anteil des Stroms aus eigenen Anlagen erzeugt. Den Rest, den wir selbst nicht erzeugen können, der kommt aus Beteiligungen an Donau- und Innkraftwerken oder muss zugekauft werden. EVN kauft ausschließlich Strom aus österreichischer Herkunft. Neben der Wasserkraft spielt hier vor allem auch der Sonnenstrom von privaten Photovoltaikanlagen niederösterreichischer Haushalte, die selbst ins Netz einspeisen, eine immer größere Rolle. Wir können also sagen, dass Strom der EVN zu 100% atomstromfrei ist. Und das, obwohl wir mit dem AKW Zwentendorf ein eigenes Atomkraftwerk besitzen. Ein Atomkraftwerk, das aber zum Glück nie in Betrieb ging und mittlerweile auch nicht mal mehr theoretisch verwendet werden kann, um Atomstrom zu erzeugen. Dort produzieren wir übrigens seit 2009 Sonnenstrom mit einer Photovoltaikanlage. Wenn du zum Thema Zwentendorf oder Atomstrom noch mehr Fragen hast, dann schreib es uns doch gerne in die Kommentare oder kontaktiere uns über unsere kostenlose Service-Hotline oder per Mail. Du kannst uns aber auch gerne auf unserer Webseite www.zwentendorf.com besuchen.